Guten Morgen, liebe Stylewinking-Community. Hier meldet sich Janice und nicht nur unsere liebe Franzi ist in Frankreich unterwegs und berichtet über die Paris Fashion Week, sondern auch ich bin in Frankreich und ich zeig euch mal, wo genau. Ich bin in Lyon unterwegs heute. Genau, ich bin am Flughafen von Lyon und die nächsten Tage werde ich mit Ford unterwegs sein und mit diesem coolen neuen EcoSport durch die Gegend rumcruisen. Nicht nur in Frankreich, sondern auch in der Schweiz. Und ich nehme euch die nächsten Tage mit und gucke mal, wie sich der neue Ford EcoSport fahren lässt. Und guck mal, Kölner Kennzeichen sogar. So, jetzt geht's los und ich steige mal ein. Jetzt bin ich im Hotelzimmer. Wir sind jetzt in Megève angekommen. Und guckt euch mal bitte diese Aussicht an. Also so viel Schnee haben wir in Düsseldorf nicht. So, ich verabschiede mich erstmal aus Megève und dem Wintertrip mit Ford und gebe ab an Franzi nach Paris. Die ist nämlich schon bereit und ist auf der nächsten Fashion Show, auf der Paris Fashion Week. Also seid gespannt und bleibt dran. Bonjour, liebe Stylewinking Community. Ich bin hier noch in Megève und nehme euch heute wieder mit an Tag 2 mit Ford und dem Wintertrip. Und gleich haben wir eine coole Experience, also bleibt dran. To do it. Okay. But the dogs, they were already equipped. And they're so excited, they have to run. So it's important to make the difference between this is the team dog when we're all attached and when we're back in the dog. Pinto! Yep. On va faire 5 km, on va aller plutôt au fond.
So Leute, jetzt bin ich endlich in Genf angekommen. Wir hatten eine coole Fahrt mit dem Ford EcoSport von Megève in den französischen Alpen hier nach Genf. Jetzt bin ich endlich im Hotelzimmer. Ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, weil das cool ist. Ich nehme euch mal ganz kurz mit. Moment. Da, das Badezimmer. Nicht schlecht, oder? Hier ist sogar ein kleiner Raum für die Klamotten. Und hier, guckt euch das an. Hier ist auf jeden Fall genug Platz, nicht nur für eine Person. Ich ruhe mich jetzt ein bisschen aus hier im Hotelzimmer und gebe erstmal so lange ab zu Franzi nach Paris und der Paris Fashion Week. Wir sehen uns aber noch später, denn heute Abend erwartet uns eine große Ford Show hier in Genf. Also bleibt unbedingt dran und bis nachher! Salon. Und um 8 Uhr beginnt die Pressekonferenz von Ford. Da bin ich mal gespannt, was sie alles so zu erzählen haben. Aber ich zeige euch erstmal den Stand. Hier findet gleich um 8 die Pressekonferenz statt. Wie sieht der Stand aus? Ford Mustang. Ford EcoSport, mit dem wir die Tage in Frankreich und in der Schweiz rumgefahren sind. Der ist also auch heute natürlich auf dem Genfer Automobilsalon mit dabei. Und gleich beginnt die Pressekonferenz. Ladies and gentlemen, please welcome Stephen Armstrong. Upstairs on the Ford stands to welcome you to a chilly and exciting to the auto show, one of my favorite global shows. Dem Genfer Automobilsalon herum und guck mir hier die Autos an und die sind echt heftig.
welchen Stern, sprach Hallo. Ja. Der ist dann quasi angekommen. Die letzten Tage sind wir ja mit dem Ford EcoSport durch die Gegend rumgefahren, aber natürlich würde ich auch gerne mal mit dem Simulator fahren und ich warte drauf, dass ich jetzt gleich endlich dran bin. Das war es jetzt erstmal von mir und dem Genfer Automobilsalon. Aber natürlich berichten wir hier noch weiter auf der Insta-Story und sind noch in Frankfurt. Da ist ja gerade die Tamara. Heute ist Tag 2 des globalen Medientags mit Braun und Gillette. Und meine Kollegin Franzi ist natürlich auch noch in Paris, denn heute ist der letzte Tag der Paris Fashion Week. Das heißt, ich verabschiede mich aus Genf und gebe weiter an meine beiden Kollegen.